Morgen freue ich mich, wenn ich zur Arbeit fahre und schon von Weitem unser Haus sehe. Werkschule, Kunstforum, jetzt fragen Sie sich, was wird denn hier gemacht? Und ich verrate schon mal so viel, hier geht es um Kunst. Bildhauerei, Malerei, Zeichnen, Fotofilm, Medien, Drucken, Keramik. All das kann man hier unter der Anleitung von ausgewiesenen Profis lernen. Und jetzt nehme ich Sie mit und wir gehen zusammen ins Haus. Die Keramik. Eigentlich das älteste Gewerbe der Welt, kommt die Keramikkunst heute hochmodern daher. Auch hier haben sie ausschließlich Profis an ihrer Seite. Wunderschöne runde Gefäße können auf der Töpferscheibe gedreht werden. Auch das kann man bei uns lernen. Es ist zwar nicht so leicht, wie es aussieht, aber Übung macht auch hier den Meister oder die Meisterin. Noch vielschichtiger sind allerdings die keramischen Techniken und Formmöglichkeiten, die bei uns beim Aufbauen von Gefäßen vermittelt werden. Ob koreanische Aufbautechnik, Pintchen- oder Plattentechnik, ob Bodenvase, Gartenobjekt oder Auflaufform, die Aufbaukeramik ist in Form und Größe völlig frei in ihrer Gestaltung. Auch der Bereich Foto und Film ist mit starken Angeboten in der Werkschule vertreten. Ob man bei Nachtaufnahmen das richtige Licht ins Dunkel bringt oder sich überhaupt erst einmal über Grundlagen der Fototechnik schlau macht oder ob man in langfristigen Fotoprojekten intensiver in die Materie eintauchen möchte, auch hier werden Sie bei jedem Schritt von Profis begleitet. Fundiertes Wissen aus erster Hand begleitet Sie bei uns natürlich auch durch das Abenteuer der Malerei und die Höhen und Tiefen des Zeichnens. Ob Naturstudium im Porträt oder Aktzeichnen, realistische Ölmalerei oder das Experimentieren mit Mischtechniken, unser Angebot ist vielfältig. Und wer gerne drucken möchte, kann das auch bei uns lernen. Bildhauerei zeigen professionelle Bildhauerinnen und Bildhauer, wie es geht. Ob klassisch, traditionell oder experimentell, hier entstehen Plastiken und Skulpturen in Ton, Holz, Metall oder Wachs. Aber auch ausdrucksstarke Mixed-Media-Objekte in weniger klassischen Materialien wie Stoff, Pappe, Plastik oder Draht. Es gibt kaum ein Material, das nicht für ein freies, künstlerisches Experiment herhalten könnte.